Willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top Film News: The Batman. Bereits vor einiger Zeit kam das Gerücht auf, dass Colin Farrell die Rolle des Pinguins in Matt Reeves kommenden DC-Film The Batman übernehmen könnte. Nun folgt die offizielle Bestätigung durch den Regisseur. Wie bereits bei den vorherigen Darstellern nutzte Reeves Twitter zur Bestätigung der Neuigkeit. Er teilte ein GIF von Colin Farrell mit der Unterschrift "Wait, is that you, Oz?" und einen Fledermaus-Emoji. Oz ist die Abkürzung des richtigen Namens des Pinguins, Oswald Cobblepot. Der Tweet ist nicht ganz so direkt wie seine bisherigen Ankündigungen, jedoch deutet er eindeutig auf Farrell als Pinguin hin. Der Pinguin wird nicht der einzige Widersacher sein, mit dem es Bruce Wayne im neuen Batman-Streifen zu tun bekommt. Bislang sind Zoe Kravitz als Catwoman, John Turturro als Mafia-Boss Carmine Falcone und Paul Dano als Riddler. Weitere Schurken könnten allerdings noch folgen. Kurznews: The Witcher. Nachdem die erste Staffel von The Witcher auf Netflix gestartet ist, fragt die Welt natürlich nach Season 2. In einem AMA gibt die Showrunnerin Antworten. Season 2 läuft 2021 an, Plot wird weniger verschachtelt sein. Thor: Love and Thunder. Er war bereits Batman und könnte nun ein Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Christian Bale befindet sich aktuell in Verhandlungen, um in Thor: Love and Thunder aufzutreten. Top Gaming News: Gollum. Seit März 2019 ist bestätigt, dass Dedelec ein Spiel rund um Gollum aus Herr der Ringe mit der Unreal Engine entwickelt. Jetzt gab der Entwickler in einem Interview mit dem Edge Magazine erste Informationen zu dem Titel bekannt und spricht unter anderem über die speziellen Probleme bei den Arbeiten an einem Spiel zu einem unbeliebten Charakter. Im Spiel verkörpert ihr selbst Gollum und werdet mehr von dessen Konflikt mit seiner Smeargle-Persönlichkeit erleben. Das Ziel ist es, dass ihr Gollum genauso lieben werdet, wie ihr euch an manchen Stellen regelrecht vor ihm fürchten sollt. In Sachen Gameplay dürft ihr ein Action-Adventure mit starkem Fokus auf Stealth erwarten. Wer nun die Verfilmung von Der Herr der Ringe kennt, wird Gollum höchstwahrscheinlich nicht wiedererkennen, denn Tolkien selbst war bei der Beschreibung des Charakters nicht sehr genau. Mal ist er gigantisch, dann wird er so klein wie ein Eichhörnchen. Dedelec nutzt Andy Serkis, der ihm sein Gesicht im Film verlieh, als Ausgangsbasis und ändert ihn ab. So soll erkennbar sein, dass es sich einst um ein menschliches Wesen behandelte, bevor er vom Ring korrumpiert wurde. Kurznews: Batman. Ein neuer offizieller Teaser mit einem dreigeteilten Logo sorgt für Gesprächsstoff. Die Indizien deuten auf Azrael und den Kurt of Owls hin. Assassin's Creed Ragnarök. Dass das nächste Assassin's Creed bei den Wikingern spielen wird, ist immer wahrscheinlicher. Die neuesten Leaks dazu sind allerdings jedoch gefälscht. Top Technik News: UFO. Die Nintendo Switch gehört zu den großen Erfolgsgeschichten des japanischen Traditionsunternehmens, ist aber auf das Ökosystem von Nintendo beschränkt. Dell hat auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas eine mögliche Lösung Alternative für Freunde von Windows vorgestellt, nämlich den Alienware Concept UFO. Bei diesem Prototyp handelt es sich um einen Windows-PC, der in Gehäuse einer Art Switch-Kopie steckt. Der ungewöhnliche Alienware-Rechner verfügt wie die Switch über ein Display sowie zwei abnehmbare Controller, die sich auf die Seitenkanten des Displays aufstecken lassen. Und daraus besteht das Concept UFO. Head-Up-Unit beinhaltet das 8 Zoll Display mit 1200p Auflösung, den Akku und die Hardware inklusive CPU und GPU. Zwei Controller lassen sich per Magnetschienen an den Seiten des Displays befestigen. Hub Unit ermöglicht ähnlich wie der Joy-Con Adapter der Nintendo Switch das Zusammenstecken der beiden Seitencontroller zu einem Gamepad. Der Alienware Prototyp verfügt außerdem über mehrere USB-C Anschlüsse, über die Nutzer den Akku laden oder einen externen Monitor an den PC anschließen können. Außerdem funktioniert der Concept UFO auch zusammen mit einer externen Maus und Tastatur. Über detaillierte Hardware-Spezifikationen schweigt sich Dell bislang allerdings aus, weshalb noch unklar bleibt, wie leistungsfähig der Concept UFO tatsächlich ist. Kurznews:
AMD. Im VR-Test OpenVR Benchmark schneidet eine unbekannte Radeon GPU 17,3% besser ab als die beste RTX 2080 Ti. Doch wie belastbar sind denn die Messergebnisse? Samsung. Der rollende Mini-Roboter Bailey erinnert an BB-8 aus der neuen Star Wars Trilogie und übernimmt auch recht ähnliche Aufgaben. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein tolles Wochenende. Hinterlasst doch Feedback, wie ihr das neue Design findet. Däumchen nach oben sowieso, wenn ihr das Video mögt. Abo und ja, bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.